Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Ich bin der Neflatur und wir haben am Ende der letzten Folge hier noch einen Sturm bekommen. Ja, wir haben die Schutzräume schon geöffnet. Ich hoffe, es geht alles gut und wir kommen gut aus dieser Krise dann auch wieder raus. Glückwunsch, Sie haben unseren Profit ordentlich erhöht. Jawohl, das könnte unsere Arbeit einfacher machen. Gleich den nächsten Auftrag für die Sicherheitsabteilung und bekommen 60% Sturmabschluss. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Das wäre auf dieser Insel sowieso gut, wenn wir überall Sturmabwehrstationen hinpflastern. Hier zum Beispiel eine hinbauen, um das alles abzusichern. Gut, das war's wohl schon mit dem Sturm. Zum Glück nicht wieder ein Tornado wie das letzte Mal. Puh, okay. Forschung abgeschlossen. Da geht's dann auch weiter. Da forschen wir jetzt einfach alles straight durch, was geht. Und dann ist dann bloß diese Sache hier mit den Chasmosauriern. Sturmabwehrstation ist ganz ärgerlich, aber gut, da bauen wir halt noch eine. Ist das dann, wenn wir es hier hinbauen, mit drin oder probieren wir es einfach mal aus, wa? Und schauen wir, ob wir uns gleich den nächsten holen können. Noch nicht. Dieser Auftrag könnte einen großen Einfluss auf unsere Zukunft haben. Die Zeit wird es zeigen. Und holen uns noch einen für die Sicherheitsabteilung bekommen. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Das ist natürlich schwierig auf der Insel, wo wir ja sowieso keinen Platz haben hier. Ja. Aber wir bauen jetzt hier mal dieses Gehege weiter. Dann haben wir den günstigsten Zaun genommen. Das machen wir weiterhin. Wir bauen jetzt hier einfach ein größeres Gehege, denn da kommen ja jetzt Langhälse. Die brauchen mit Sicherheit ein bisschen Geld mehr Platz. Geld allein macht vielleicht nicht glücklich, aber es ist gut fürs Konto. Ich bin froh, dass Sie den Auftrag erfüllt haben. So. Was haben wir denn da gebaut? Das schaut auch wild aus. So. Gut, und ich würde sagen, da bauen wir auch wieder einfach einen Tower hin, auch wenn... Na no, das steckt doch schon ganz gut ab. So. So, passt. Also die Insel ist schon ein ganz schönes Zusammengestöpsel, aber hätten wir es schön gebaut, also mit ein bisschen, ja, ein bisschen Ästhetik drin oder so, könnte es sogar richtig cool sein mit diesen langen Türmen.
Chasmosaurier ist ja gar kein... Ah, ist gar kein Langhals. Das ist ja das Ding. Da habe ich jetzt was verwechselt, Leute. Aber gut. Jetzt ist es gebaut, das Gehege. Jetzt bauen wir es nicht nochmal um. Mehr Deinonyphus gebrauchen, oder? Was meint ihr? Ja, holen wir uns noch zwei aus. Aufträge. Zwei weitere Stresser. Aber, wo ist mein Auftrag? Für die Sicherheitsabteilung? Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Ja, das nehmen wir an. Das wird sich auch irgendwann von ganz alleine erledigen. Jede neue Entdeckung vergrößert unser Wissen. Das ist wichtig. Nehmen Sie an. Ja, natürlich nehme ich an. Ja, läuft doch auf der Insel. Ganz fix machen wir jetzt da die Sachen. Und dann geht's schon recht schnell auf die nächste. Zahlen lügen nie. Ihre sind fantastisch. Dankeschön. Das Team kam nach Hause. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben Sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Gleich erledigt. Wir dürften ja eigentlich dann auch schon bei der Sicherheitsabteilung. Das dauert noch, bis wir dort sind. Bin ich auch gespannt. Was es da dann für Aufgaben gibt. Was bauen wir jetzt noch? Eine Bowlingbahn? Nö, die brauchen wir nicht. Können wir das hier reinsetzen, passt das dann? Oh Mann, wir hier im Sicherheitszentrum oder was? Wir hier im Schutzraum. So, passt hin. Yes, bauen wir das dahin. Und dann bauen wir noch einen Kleiderladen. Haben wir schon eine Bowlingbahn oder eine Spielhalle? Meine Güte, wer geht denn bitte in den Dinosaurierpark und stellt sich in die Spielhalle? Wer macht sowas? Oh, das könnte gut gehen. Bowlingbahn dahinstellen. Zack. Und daneben noch eine Spielhalle hier hin. Na, optimal. Aber ich finde den Platz schon gar nicht so schlecht ausgenutzt. Auch wenn es total kreuz und quer gebaut ist. Aber ich finde es schon gut. Vielleicht kriegen wir das damit auch gleich auf die 4. Spielwarenladen vorbeizuschauen. Na. Forschung abgeschlossen. Immer noch nicht auf 100%. Das muss doch wohl langsam mal. Die Deinonychos sind gleich fertig. Forschen können wir noch. Was haben wir denn hier noch?
nichts mehr. Und da auch nichts. Freunde. Auch. Hier. Fertig. Da auch fertig. Immer. Dann widmen wir uns mal dem Geschäft hier. Kein Problem. Bestätige Aufgabe. So. Bin ich sehr gespannt, was der Chasmosaurier hier so braucht. Ja. Viel Platz braucht, wenig Platz, Artgenossen und. Das wissen wir ja alles nicht. Okay, haben wir doch gedacht, die Bowlingbahn geht nicht so gut. Aber die Spielhalle, die brummt. Das ist unfassbar. Mit Zähne, machst du das mit? So. Ah, sieht gut aus. Fossilien sind da. Da sind wir jetzt auch schon durch. Jo. Das noch, dann haben wir es. Das können wir verkaufen, das ganze Zeug. So, jetzt müssen wir aber ganz schnell die anderen zwei hier rüberfliegen, nicht, dass schon wieder Chaos ausbricht. Dass die wieder stinkig werden. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Der Chasmosaurier hier oben. Was können wir mit dem alles anstellen? Wir können mal färben. Alpin. Sind schon auf einer Arke, aber noch. So, okay, dann prüfen wir uns jetzt mal zwei aus. Dann haben wir die Mission erfüllt. Wir holen uns mal noch einen Auftrag. Jeder sagt, sie hätten immer alles im Griff. Dieser neue Auftrag sollte also ein Kinderspiel sein, richtig? Für die Sicherheitsabteilung. Unsere Existenz besteht aus der permanenten Bewertung von Bedrohungen und Gelegenheiten. Und das sieht nach einer guten Gelegenheit aus. Vielleicht löst sich das ja von selbst. Was sieht denn da aus? Hm. Ja. Oh, damit hat es sich gefühlt. Wunderbar. Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende. Fein, so will ich das haben. Okay, das mögen sie nicht, die Leute. Das ist ihnen wahrscheinlich zu teuer. Gehen wir mal auf 12. Yay. Jetzt läuft es auf der Insel auch. Wir haben aus irgendeinem Grund Krankheiten im Park. Einverstanden. Anfrage bestätigt. Na? Aufgabe erhalten. So, okay. So, ich glaube, wir brauchen als nächstes dann wirklich mal ein Hotel.
Das würde doch hier... Ah, es passt auf keinen Fall rein. Oh Gott, das, wo wollen wir denn das hinstellen? Am besten hier. Wo bauen wir da ein Hotel hin? Produkt zugestellt. Das geht eigentlich nur hier. Na, machen wir das doch. Können wir da vielleicht eine Bahn bauen dann? Das machen wir doch mal. Passt die hier hinten rein? Oh ja. Die passt da rein. Passt die nochmal irgendwo anders rein? Nee, geht nur hier. Okay, dann bauen wir da eine Bahn noch rein. So. Wir verbinden das jetzt einfach mal mit dann auf. So. Und hier noch eine hin und dann da oben. Machen wir erstmal da oben. Oh, da passt keine mehr rein, ha? Schade. Ach, verflixt. Na gut, dann eben nur da oben. Eine infizierten Dinosaurier entdeckt. Sehr gut. Was? Kurve zu eng. Ah, verflixt. So. Vielleicht haben sie Erfolg, wo andere vor ihnen gescheitert sind. Aber die Dinos lernen auch dazu. Ihr Überleben hängt davon ab. Darum sollten Sie so denken wie Sie. Sie hätten uns nichts beweisen müssen, aber Ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Gute Arbeit. Wow, jetzt sind wir aber hochgeschossen auf einmal. Wir holen uns mal noch einen Auftrag. Und da haben wir unsere Saurier. Lass uns raus, schauen uns die Katzchen an. Krass. Okay. Ist ja auch mal ein Tier, ha? Ein riesig Ding hier oben drauf. Das muss ja unfassbar schwer sein. Der muss eine Nackenmuskulatur haben, bis er nimmer schön ist. Und wir sehen auch, dass der sehr sozial ist. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Der ist sehr sozial. Ich hoffe, dass... wir brüten mal lieber gleich nochmal zwei aus. Und er möchte auf jeden Fall auch eine Menge Bestand noch haben. Gut, er ist nicht so sozial. Aber er braucht auf jeden Fall mehr Bestand noch. Jede Dino-Spezies, die wir großziehen, hat ihre eigenen Bedürfnisse. Stellen Sie sicher, dass deren Fürsorge unseren Standards entspricht. Das ist eine unserer größten Herausforderungen. Diese Tiere wissen, dass ihr Gegenstück existiert. Trotz der räumlichen Trennung. Raubtier und Beute. Eines lebt in Frustration, das andere in Angst. Das ist ein sprichwörtliches Pulverfass. Okay. Ja, aber das kriegen wir doch ganz gut hin. Das sieht doch gut aus. Die einzigen, die da echt Sorge machen, sind die hier. Können wir uns noch einen Auftrag holen? Noch nicht. Ist abgebrochen.
So. Ja. Kriegen wir den ersten rüber ins Gehege. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und Nummer 2 auch. Hole Produkt ab. So, die Fressenstation haben wir da schon alle drin. Ich glaube nicht, oder? Wenn nein. Ich? Nein, haben wir noch keine drin. Dann setzen wir da jetzt noch eine rein. Mit niedrigen Pflanzenfressern. Transportiere Produkt. So. Stellen Sie sicher, dass alle Fleischfresser zusammen unter... Was? Bist du sicher? Stellen Sie sicher, dass alle Pflanzenfresser zusammen untergebracht sind? Okay, also müssen wir tatsächlich die Metriacanthosaurier mal darüber packen vielleicht, aber das ist dann zu wenig. Fliegen wir lieber mal... Oh, oh, oh. Stellen Sie sicher, dass alle Fleischfresser zusammen untergebracht sind. Stellen Sie sicher, dass alle Pflanzenfresser... Seid ihr euch da wirklich sicher? Weil das ist ja... Da müssten wir ja jetzt... Verbinden wir einfach hier dieses komplette Gehege und machen ein riesen Gehege draus. Wenn auch vielleicht nur, um das eben schnell abzuschließen. Himmel, was die da nicht alles jetzt fordern, was man machen soll. Das ist unfassbar. Das ist irgendwie so eine Katastrophe. Ich sehe es schon, Leute. Produkt transportiert. Yay, da haben wir ein neues vollständiges Genom. Nee, also, das ist echt krass, was sie hier fordern. Wenn das mal nicht in einer Katastrophe endet, Leute. Dass uns da die Dinos wegschnabuliert werden. Noch ein Dino mit 3 Hörnern. Diesmal ein Kasmosaurus. Kasmosaurus. Am Schädel hat er eine Art breite Manschette. Zu dünn, um Schutz zu bieten, weshalb man glaubt, dass sie nur zum Beeindrucken potenzieller Paarungspartner dient. Okay. Was auf den Inseln sowieso nicht passieren kann. Schade. Sicher nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das wäre schon schön. Ich habe ja schon mal gesagt, dass das so ein bisschen was ist, was mir ein bisschen gefehlt hat, so bei meinem ersten Durchgang, dass ich die Dinos fortpflanzen können. Das fände ich schon schön. Reagiere auf Nachschubanfrage. Kein Problem. Einverstanden. So, jetzt geht es nur noch darum, die Dinos wieder voll zu machen. Auf 100%. Jo, den haben wir dann auch voll. Patchy. Produkt muss eingesammelt werden.
So, die fliegen wir jetzt mal runter und wenn die da sind, dann öffnen wir hier einfach mal und gucken, ob das hiermit erfüllt ist. Und wenn ja, dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie die Sachen miteinander verbinden. Entweder hier aufmachen und da aufmachen und somit sind die Gehege ja dann auch schon miteinander verbunden und dürfte dann auch den Auftrag erfüllen. Und wenn man erfüllt haben, machen wir wieder zu. Weil das gefällt mir nicht, wenn die alle miteinander zusammen sind. Ich glaube, die würden sich gegenseitig ziemlich wegschnabulieren. Yay, der Patch ist voll. Wir könnten uns einen neuen Auftrag holen. Auf jeden Fall. Und was dürfen wir machen? Dieser neue Auftrag könnte sich für die Sicherheitsabteilung als wertvoll erweisen. Na gut. Ist zwar auch ein bisschen Quatsch, weil... Je größer ein System wird, desto mehr Fehlerquellen birgt es. Das ist die Natur des Chaos. Haben wir ja schon gehabt, aber nun gut. Was soll ich sagen? Gut gemacht. Na, dankeschön. Rufbelohnung, Betonzaun, elektrisch. Isla Pena ist nicht einfach, doch Sie haben sich gekonnt darum gekümmert. Durch Ihren Ruf bei der Sicherheitsabteilung haben Sie sich eine Belohnung verdient. Oh, ha. Dr. Wu hat noch mehr Arbeit für uns. Sie wird ohnehin erledigt, so oder so. Mir wäre es aber lieber, wenn Sie dabei wären. Oh, Leute, das sieht, die Aufgaben sehen krass aus. Also wir haben da auf jeden Fall jetzt die Mission 4 der Sicherheitsabteilung. Und ich lese mal vor, ausbrüten, freilassen und in einem Gehege unterbringen. Tyrannosaurus Rex mit der Modifikation Härte der Zähne. Ceratosaurus mit der Modifikation aggressives Verhalten. Metriacanthosaurus mit der Modifikation erhöhte Knochendichte. Ho, 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 das sind ja mal richtig üble Gesellen. Also was heißt üble Gesellen? Die folgen natürlich ihrer Natur, aber... Heieiei, brüten Sie die benötigten genetisch modifizierten Dinosaurier aus und bringen Sie sie in Gehegen unter. Vor allem in einem Gehege. Das ist das Besondere. Und ja klar, die Mission schlägt fehl, das kennen wir ja. Gibt uns 2.500.000 Credits und den Giganotosaurus. Okay, wir starten die Mission. Können wir nicht, dann müssen wir es ja nicht jetzt sagen. Ah, wir haben noch die andere offen. Das ist das Problem. Aber gleich nicht mehr. Was? Wie? Wo? Was? Soundeffekt? Oh, jetzt bricht es aus. Jetzt haben sie keine Lust mehr. Wo sind wir gerade drin? Okay. Ah. Wo gehe ich gesammelt? Da kommen wir nicht durch. Oh, ist ein bisschen zu eng gebaut hier. Da ist aber schon weit gekommen, der Gute. Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Ja, es gefällt mir schon wieder nicht mehr so gut. Aber wenigstens fressen die nicht die... Voll ins Gesicht geschossen. So, aber die anderen sind noch ruhig, oder? Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Der schläft? Ja, gut, alles klar. Okay, Sozial ist bei 3, der andere hat sich bloß ein bisschen aufgeregt scheinbar. So, ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal hier kurz das Gehege, um zu gucken, ob das denn der Fall ist. Der andere muss erst wieder hier rüber. Gut, dann machen wir nochmal schnell zu. Die Wissenschaftsabteilung hat etwas, das... Nein, wir holen uns mal noch einen Auftrag. Für die Sicherheitsabteilung.
Ich mag diesen Auftrag. Yep. Das sollten Sie auch. Lassen wir das eben offen. Produkttransport wird durchgeführt. Ja, warum nicht? Und dann bauen wir schon mal hier ein bisschen um. Indem wir hier einfach mal eine hinstellen. So, und dann die hier entfernen. So. Dann machen wir mal Betonzaun. So. Und ebenso hier zu. So. Bin ja mal gespannt. Dinosaurierbedrohung? Wie, was, wo, warum? Ah ja, okay. Der Alpha Horst greift schon wieder unser Ranger-Fahrzeug an. So. Ja, Leute. Aber wir sind am Ende dieser Folge. Es bleibt spannend, was wir hier machen müssen und zusammenführen. Große Sache. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und... Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und am meisten freuen würde ich mich, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.